Herzlich willkommen. Heute eröffnen wir wieder einmal virtuell die großartige Ausstellung. Es ist eine Retrospektive geworden von Volker Stelzmann. Es trifft sich wunderbar. Wir konnten die große Ausstellung in der Kunsthalle in Schweinfurt verlängern bis zum 30. Mai. Und ich empfehle Ihnen, sie sich auf jeden Fall anzuschauen. Und wir haben hier eine andere Ausstellung, nämlich eine tatsächliche Retrospektive mit Bildern aus den 60er Jahren bis heute. Und diese ist einfach wunderbar. Ich bin glücklich und ich danke besonders dem Künstler, der uns dabei maßgeblich unterstützt hat. Liebe Freunde von Die Galerie, sehr verehrte Damen und Herren, wir eröffnen hiermit die großartige Retrospektive von Volker Stelzmann, ihm gewidmet zu seinem 80. Geburtstag. Seien Sie herzlich willkommen in Die Galerie. Wie sehr sich Volker Stelzmanns Bildsprache gewandelt hat und wie sehr sie dabei trotzdem konstant geblieben ist, fällt bei einem Gang durch unsere Ausstellung auf und fasziniert zugleich. Das früheste Gemälde, das wir hier zeigen, verdient besondere Aufmerksamkeit. Es ist 1964 entstanden, im zweiten Studienjahr des Künstlers an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Und schon hier zeichnet sich ein Weg ab. Eine reduzierte Farbigkeit und eine nur angedeutete Räumlichkeit, der abgewandte, ja fast abweisende Blick einer jungen, anonymen Frau und ihre Verschlossenheit. Das alles ist auch heute noch in Volker Stelzmanns Werken erkennbar. Es gibt einige weitere herrliche Frühwerke von den 1960er bis in die 1980er Jahre hinein. Allesamt Porträts von Einzelpersonen oder Paaren, die einer gewissen Ironie, zumindest aus heutiger Sicht, nicht entbehren. Ihre Physiognomie mag manchmal ein wenig überzeichnet sein, aber sie sind alle erkennbar, benennbar. Der Bildtitel gibt das an. Von solcher Art Individualisierung wendet sich Volker Stelzmann im Laufe der Jahre allerdings ab und beschreibt zunehmend gewisse Typen, wie man sie auf den Straßen und in den U-Bahn-Schächten Berlins trifft oder welche, die er einem Otto Dixt abspenstig gemacht hat. Oder andere, die man meint, aus den biblischen Büchern zu kennen. Herausragend sind in diesem Zusammenhang die beiden mehrteiligen Tafelwerke Damen in Amsterdam, 1989 gemalt, und Vier Männer, die sich im Amsterdamer Rotlichtviertel typisch in Schaufenstern präsentierenden Prostituierten sind keineswegs in beschönigender Körperlichkeit gemalt und dennoch sind sie, für Stelzmanns Figuren fast ungewöhnlich, dem Betrachter zugewandt in einem frischen, lebendigen Inkarnat. Da gibt es bei dem Künstler oft auch andere, fahlere Blässe. Die Vier Männer hingegen, 10 Jahre später entstanden, lassen sich nur schwer einordnen. In Format und der Perspektive einer leichten Untersicht erinnern sie an die vier Evangelisten in kirchlichen Darstellungen. Aber ihre ikonografischen Attribute sucht man vergeblich. Auch als Pilger geben sie sich nicht wirklich zu erkennen, obwohl sie offensichtlich unterwegs sind. Ihre Kleidung scheint gleichermaßen biblisch altertümlich und zeitgenössisch zu sein. Der Künstler gibt uns Rätsel auf. Das übrigens tut er gerne und nach eigenen Aussagen auch sich selbst. Warum demnach fehlt die Zündschnur zwischen einer Art Handgranate und einem Zünder in Melancholie 2, die der kniende Mann in den Händen hält? Oder wohin brechen die beiden Männer mit ihrer Leiter in Austreibung auf und lassen die geh- und verwundenen eingesperrten Figuren zurück? Kann man dieses Bild im Hinblick auf seine Entstehungszeit 1989 politisch interpretieren? Von wo sind die Gestürzten mit ihren manieristisch verrenkten Körpern gefallen? Schon die auf dem Untergrund liegenden Betonplatten wirken wie aus den Fugen geraten, brüchig, rissig. Volker Stelzmann malte dieses Bild übrigens 1985, kurz bevor er von Ausstellungen im Schloss Oberhausen und der staatlichen Kunsthalle in Berlin-Charlottenburg nicht in die DDR zurückkehrte. Seine jüngsten Bildfindungen sind nicht weniger mysteriös. Sinken 20 beispielsweise.
Der Titel nimmt Bezug auf eine ganze Reihe seiner Gemälde, die man eher in biblisch-apokalyptische Darstellungen des italienischen Manierismus verorten würde, mit dem der Maler sich intensiv befasst. Dort sind schwebende, sinkende, fallende, nackte männliche und weibliche Körper in unterschiedlichen Proportionen dargestellt. Verrenkt, verwunden, erstarrt. Hier, im Gemälde von 2020, mischen sich zeitgenössische Gestalten unter solche Nackten. Ist das jüngste Gericht etwa schon da? Unser Ausstellungsrundgang hier in die Galerie, der sich in 50 Werken, Gemälden und hervorragenden Papierarbeiten fortsetzt, führt überall zu weiteren solcher Geschichten, Fragen oder Interpretationsversuchen. Sie liegen vor allem in einer Unzahl von Details, die man oft mit einem schmunzelnden Auge wahrnimmt und die, meine ich zumindest, die Faszination an den Werken Volker Stelzmanns dauerhaft schüren. Volker Stelzmann, ein großartiger Maler, deutlich beeinflusst durch die Manieristen und die Kunst der Renaissance. Unsere Kuratorin Frau Ecke-Mohr hat Ihnen an Beispielen einiges dieser wunderbaren Ausstellung gezeigt. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie Ihre Computermaus und besuchen Sie unsere 3D-Präsentation, die Ihnen alles zeigt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen besonders für Ihre Loyalität zu Die Galerie. Bleiben Sie gesund und alles Gute Ihnen. Herzlichen Dank.